Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ihr seht es, heute habe ich mal wieder den Flipchart herausgeholt und zwar aus folgendem Grund. Ich habe gestern eine Unterhaltung gehabt mit einem Coaching-Kunde und da ging es darum, wie viele Trading-Strategien sollten wir eigentlich im Optionshandel anwenden. Und da man diese Frage am besten mit Hilfe eines Flipcharts erklärt, habe ich ihn halt mal wieder rausgeholt und deswegen seht ihr mich und den Flipchart gleich im Video. Also folgende Situation, ich sitze gestern in einem Gespräch mit einem Coaching-Kunden, Coaching der Stufe 3 und wir unterhalten uns so und ich frage, Mensch, wie läuft es mit deinem Trading, bist du zufrieden? Er sagt, jawohl, es ist profitabel, es läuft mittlerweile ganz gut und er sagte, ich habe aber das Gefühl, mir fehlen noch ein, zwei Strategien. Und ich habe gesagt, warum hast du dieses Gefühl? Warum glaubst du, dass dir noch Strategien fehlen? Und da hat er gesagt, naja, ich möchte halt für jede Marktphase, die es gibt, wir haben uns über die Aktienmärkte unterhalten, möchte ich eine Strategie haben. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, was kann denn der Markt machen? Der Markt kann steigen, der Markt kann seitwärts gehen und der Markt kann runtergehen. Und wir wissen natürlich bei den Optionen, dass sich innerhalb dieser Marktphasen die Volatilität zum Beispiel gänzlich anders verhält. Ne? Also hier in dieser Phase, wo es nach oben geht, wird die Volatilität eher runtergehen. In der Phase, wo es seitwärts geht, wird sie so leicht nach unten gehen. Und hier, wenn der Markt nach oben geht, dann wird die wenn der Markt nach unten geht, dann wird die Volatilität eher steigen. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, macht es wirklich Sinn für all diese Marktphasen eigene spezielle Strategien zu haben? Der Grund, warum man ja nach verschiedenen Strategien sucht am Markt, ist ja der, dass man sich im Grunde genommen wünscht, dass man eine glatte Equity-Kurve hat. Ne? Also wenn wir sagen, ich mache jetzt mal hier, das wäre jetzt angenommen der Markt, also der geht hoch, der geht runter, der geht hoch, dass man dann sagt, okay, die eine Strategie, die performt zum Beispiel, eine bullische Strategie, die performt halt gut in diesen Märkten, dann geht sie runter und dann performt sie wieder gut in diesen Märkten. Und zum Beispiel eine bärische Strategie, die würde ja jetzt so performen, dass man sagt, die performt nicht so gut in steigenden Märkten, performt dann aber sehr gut in fallenden Märkten und dann eben wieder schlechter in steigenden. Und die Idee ist jetzt, dass man quasi diese beiden hier miteinander verbindet, um eben, und ich mache das jetzt einfach mal hier gestrichelt, insgesamt eine glattere Equity-Kurve bekommt. Das heißt, eine, auf gut Deutsch, eine glattere Entwicklung der Konten. Dass man also sagt, okay, ich habe wirklich jeden Monat das Gleiche. Und optimal wäre es natürlich noch, wenn wir sagen könnten, okay, in der Phase hier, wenn die Märkte steigen, dann handle ich nur bullische Strategien. In der Phase, wo die Märkte fallen, da handle ich nur bärische. Und wenn wir das von hier oben nochmal einbeziehen, so eine neutrale, die mache ich also dann immer, wenn es irgendwie seitwärts geht. Das Ding ist aber, obwohl ich diesen Wunsch sehr, sehr gut verstehen kann, glaube ich, dass es in der Praxis nur sehr, sehr schwer umsetzbar sein wird. Zum einen, wenn wir uns mal, wir bleiben jetzt mal bei den Aktienmärkten, wenn wir uns zum einen mal anschauen, was kommt denn an den Märkten viel, viel häufiger vor? Und das sind natürlich steigende Preise. Das heißt also hier, diese Abwärtsbewegung würden wir viel, viel weniger handeln. Und das bedeutet schon mal, dass wir mit Strategien, die in Abwärtsmärkten funktionieren, viel weniger Erfahrung haben, als mit Strategien, die in steigenden Märkten funktionieren. Und zum anderen, wenn wir sagen, wir haben eine Strategie für steigende und wir haben eine für fallende, dann setzt das ja im Grunde genommen voraus, dass wir genau diese Punkte hier erkennen. Ne? Also da, wo der Markt dreht, dass wir genau die erkennen und sagen können, okay, jetzt gehe ich hier in die, jetzt gehe ich hier in die bullische Strategie, jetzt gehe ich in die bärische Strategie. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das aber sehr, sehr schwer in der Praxis zu machen, weil gezeichnet ist das ja immer schnell und immer schön, aber wie lange dauert denn zum Beispiel die Abwärtsphase? Hast du einen ganz kurzen Crash wie letztes Jahr im August, der nach 3 Wochen vorbei ist? Oder hast du so eine Situation wie 2008-2009, wo das Ganze sich mehr als ein Jahr hingezogen hat? Und aus dem Grunde empfehle ich eigentlich immer, dass man sich, wenn man Optionsmärkte handelt, wir können uns nochmal unterhalten, wie es ist, wenn man nur einen einzigen Markt handelt, aber wenn man Optionsmärkte, also mehrere handelt, Aktien, Rohstoffe, verschiedene Rohstoffe, Zinsen und so weiter, dass man dann sagt, okay, ich bleibe lieber bei ein oder zwei Strategien und handle diese konsequent durch
und macht nur eins, dass wenn man merkt, das können wir zum Beispiel durch unsere Morgenroutinen erkennen, jetzt wird es hier im Markt etwas schwieriger, dass man dann ganz einfach sagt, okay, ich fahre die Size, das heißt die Positionsgröße etwas runter, ich nehme das Risiko etwas raus. Das Schöne ist ja Folgendes, wir wissen doch ganz genau, wann wir gewinnen und verlieren. Wenn du ein Short-Volatilitätsportfolio hast, was immer dann passiert, wenn du Optionen verkaufst, dann weißt du ganz genau, du wirst immer gewinnen, wenn die Volatilität gleich bleibt oder fällt, und du wirst verlieren, wenn sie steigt. Und wenn du Aktienmärkte handelst, dann weißt du immer, wann die Volatilität steigt, nämlich wenn die Preise runterkommen. Die meisten Leute, die zum Beispiel Daytrading machen oder andere Sachen, die haben überhaupt keinen Plan davon, wann sie denn gewinnen und wann sie denn verlieren, und meistens auch nicht, warum sie gewinnen und verlieren. Wir wissen das. Und deswegen ist es aus meiner Erfahrung heraus, ich habe es euch im Espresso-Talk schon gezeigt, ich bin ein Anhänger der KISS-Strategie, ist es, finde ich, viel, viel besser zu sagen, handle ein oder zwei Strategien, kenne dich auch mit diesen zwei Strategien extrem gut aus, anstatt zu sagen, ich mache jetzt noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebente. Natürlich erscheint einem das manchmal vielleicht ein bisschen langweilig, aber hey, es geht ums Geld verdienen und nicht um Action. Wer Action will, der geht zum Sport oder macht irgendwas anderes, aber beim Trading geht es ums Geld verdienen. Und deswegen macht etwas richtig gut, eine Disziplin, zwei Disziplinen und nicht 10 verschiedene, weil ihr werdet dann nie richtig gut werden und euer Ziel, eine glatte Equity zu bekommen, wird wahrscheinlich auch nicht eintreffen. Und deswegen lieber kleine Schwankungen mal in Kauf nehmen, dafür aber richtig gut in seiner Strategie sein und diese konsequent durchhandeln. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir das wie immer in die Kommentare hier hinein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Teilt dieses Video. Ihr könnt es auf Facebook machen, auf Twitter, überall, wo ihr wollt, damit immer mehr Leute hier zum Optionshandel kommen. Das freut mich nämlich ganz besonders. Danke für eure Zeit. Viel Erfolg an den Märkten. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.